Sehr geehrter Werler, herzlich willkommen zum Rückblick auf die vergangene Sitzungswoche. Und wir haben viel zu berichten. Beginnen wir mit dem sogenannten Sicherheitspaket. So hat Nancy Faeser es im Bundestag vorgestellt. Am Ende ist es nur eine, wenn man kann es was sagen, eine Lachnummer. Sie dürfen jetzt keine langen Messer mehr auf Veranstaltungen mitnehmen, außer im Rucksack. Nach Überraschung, mit Ausnahme der Rucksacksache, durften Sie es bis jetzt auch schon nicht. Und mit diesem neuen Sicherheitspaket wären Anschläge wie in Solingen oder Mannheim in keinster Weise verhindert worden, denn die Täter kümmern sich nicht um diese gesetzlichen Vorgaben. Es sind Straftäter, die bewusst mit Messer mit sich führen, um damit Menschen zu töten. Denen sind diese Vorgaben komplett egal. Und neue Handlungsanweisungen für die Politik braucht es nicht. Das sind reine Symptommaßnahmen. Und an die Wurzeln, nämlich die illegale Migration, die massenhaft nach wie vor stattfindet, traut sich dieses Sicherheitspaket überhaupt nicht dran und adressiert es noch nicht einmal. Apropos adressieren. Ja, in seiner Regierungserklärung hat Kanzler Scholz eigentlich nur Friedrich Merz adressiert. Für ihn hat der Wahlkampf schon begonnen. Er hat fast seine gesamte Rede nur auf oder mit Friedrich Merz interagiert und er hat mit keinem Wort erwähnt, wie er denn gedenkt, die nächsten 12 Monate noch dieses Land zu regieren. Das heißt, dieses Land wird in den kommenden 12 Monaten gar nicht regiert, denn Olaf Scholz ist im Wahlkampfmodus und arbeitet sich nur noch an Friedrich Merz ab. Das wird ihm aber nicht helfen, deswegen ein guter Tipp hier. Neuwahlen sofort, da können wir es dem Wahlkampf sparen und dann haben wir eine Politik mit der AfD, die sich um die Sorgen von Ihnen, den Bürgern, kümmert. Gekümmert habe ich mich im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Wir haben nämlich eine Selbstbefassung gehabt über die Finanzierungen des Bundes und seiner Förderungen für in diesem Fall den Wasserstoffhochofen von ThyssenKrupp. Bislang sind rund 500 Millionen Euro ausgezahlt worden, aber das Projekt ist komplett auf der Kippe und ThyssenKrupp ist sehr skeptisch darüber, dass man dieses Projekt zu Ende führen kann. Im BMWK sieht man das alles ganz gelassen. Eventuell wird man das Geld zurückfordern, eventuell wird das Projekt weiter betrieben werden und weitere Projekte in Niedersachsen und im Saarland wird man auch mit Milliarden unterstützen. Dass man ein verschärftes Controlling macht, dass man darauf hinwirkt, dass die Gelder zurückbezahlt werden und so weiter, das kommt fürs BMWK erstmal nicht in Frage. Naja, kein Wunder, das ist ja nicht das Geld des BMWK. Es geht um Ihr Steuergeld und damit geht Robert Habeck extrem freigiebig um. Freigiebig soll es auch nach dem Willen der Koalition mit dem neuen Wind-an-Land-Gesetz gehen. In der öffentlichen Anhörung, im Umweltausschuss in diesem Fall, auch im Klima- und Energieausschuss, waren alle sogenannte Sachverständigen und Experten, und es war ein Dutzend davon anwesend, mit Ausnahme des von der AfD geladenen Sachverständigen, der Meinung, dass man viel schneller diesen Ausbau der sogenannten Erneuerbar- und der Windenergie braucht. Als Ergebnis bedeutet das, dass man viel mehr Windkraftanlagen, die viel höher sind, noch viel näher an die Bebauung der Bürger hinanstellen will. Probleme damit, Umweltauflagen, all das hinten runterfallen, genauso wie das Planungsrecht. Nur schnell muss es gehen, die Windkraftlobby braucht neue Aufträge. Und ob da am Ende eine extrem volatile Stromkurve mit sehr hohen negativen Preisen rauskommt, für die der Finanzminister dann neue Milliarden im Haushalt finden muss, das ist diesen Leuten komplett egal. Wie gesagt, es ist ihr Geld und nicht das Geld dieser Leute, deswegen ist es ihnen einfach egal. Ich war auch unterwegs, es gab 3 Veranstaltungen der agrarischen Sorte diese Woche. Verband der Landwirtschaft hat geladen, die Getreidemühlenbesitzer und Verband der Geflügelwirtschaft. In Summe ist eigentlich klar, wo der Schuh drückt. Die Bürokratie ist ausufernd. Die Betriebe werden wirklich stranguliert mit Vorgaben und das Lieferkettengesetz wird das alles viel schlimmer machen. Die Energiepreise sind hoch und Arbeitskräfte sind schwer zu finden. Dazu kommen aber die Vorgaben, die auf die Landwirtschaft über die EU vorkommen und wo das Bundeslandwirtschaftsministerium keinerlei schützende Hand vor die Landwirte und Produzenten hält. Nämlich, es soll viel weniger Tiere sein, der Tierbestand soll ausgedünnt werden und es soll eine viel geringere Anzahl an bebauter Fläche geben. Das heißt, auch der Ertrag pro Hektar soll massiv zurückgehen. Stichworte hier, ökologische Landwirtschaft, Moorvernässung, Stilllegung von Flächen und so weiter. Als Ergebnis wird Deutschland sehr, sehr viel weniger landwirtschaftliche Produkte, Essen und Nahrung produzieren und wir werden eine Selbstversorgungsquote, die auch strategisch sehr wichtig ist, massiv weiter zurückfallen und auf Import von Lebensmitteln angewiesen sein. All das oder gegen alle 3 Verbände haben sich gegen diese Entwicklung gesträubt, haben gefordert, Deutschland muss auf seine Selbstversorgungsquote schauen. Das ist eine extrem wichtige Quote für unsere innere und äußere Sicherheit. Aus dem Landwirtschaftsministerium aus der Ampel nichts dazu, ganz im Gegenteil. Man will, dass Deutschland weniger Nahrung produziert. Zu fast schon vorletzt. Frau Christina Baum hat in der Regierungsbefragung eine wirklich gute Frage gestellt, nämlich wie viele Bundeswehrangehörige denn in Haft sind, weil sie sich geweigert haben zu impfen. Und Bundesgesundheitsminister Lauterbach wusste von keinem einzigen Fall. Nun, ich kenne mindestens einen Fall, das ist Oberfeldwebel Bittner, der immer noch in der JVA Eichach sitzt und bei dem mutige Bürger dafür demonstrieren, dass Oberfeldwebel Bittner freigelassen wird, denn er hat nichts falsch gemacht. Seine Verweigerung dieser experimentellen Corona-Impfung ist absolut in Ordnung und es gibt daran nichts auszusetzen. Dass er nicht begnadigt wird, ist ein Skandal und auch, dass sein oberster Dienstherr Pistorius sich weigert,
hier diesen Skandal aufzudecken und Partei für einen treuen Soldaten, der Deutschland treu dient, zu ergreifen, ist ebenfalls ein Skandal. Zu guter Letzt zum Europäischen Gerichtshof. In zwei Fällen oder ein Fall. Der erste Fall ist, der Europäische Gerichtshof hat festgestellt, dass Abschiebungen nach Griechenland von abgelehnten Asylbewerbern nicht möglich sind, weil Griechenland anscheinend ein furchtbares Land ist. Das ist bemerkenswert, denn gerade letztes Jahr war ich da noch im Urlaub, kann ich sagen, sehr schön, vor allem im Sommer. Und ich weiß nicht, was wir mit diesem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wollen, wenn er uns sagt, dass ein NATO-Partner, ein Partner innerhalb der EU auf einmal so ein furchtbares Land ist, dass man da nicht mehr abschieben darf. Dann sollten wir eigentlich auch jegliche politische Beziehung zu Griechenland beenden, wenn das dort so schlimm ist. Der zweite Fall ist, ein abgeschobener Afghane wurde aufgegriffen am deutschen Flughafen mit gefälschten Papieren. Und das legt natürlich nahe, dass auch wenn jemand abgeschoben ist, er natürlich weiterhin den Drang hat, wieder zurück nach Deutschland zu kommen, er von den Sozialhilfeleistungen in Deutschland magisch angezogen wird und er dann eben mit gefälschten Papieren versucht einzureisen. Und wir können davon ausgehen, dass dies bereits vielen Abgeschobenen gelungen ist und sie nach wie vor bei uns mit fremden Identitäten leben und weiterhin Sozialhilfeleistungen bekommen. Ich erinnere nur an die 27 Identitäten des Kinobrandstifters von Krefeld. Und das war's dann für diese Woche aus Berlin. In 3 Wochen bin ich wieder für Sie aus Berlin da, aber nächste Woche bereits wieder von einer erneuten Auslandsdienstreise und das erkläre ich Ihnen dann in meinem nächsten Video. Bis dahin, vielen Dank und auf Wiedersehen.